Zähl das Beispiel 1 bis 3. Und bei 3 kannst du deinen eigenen Namen nicht mehr aussprechen. Du kannst deinen eigenen Vornamen nicht mehr aussprechen. Du kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, wie dein eigener Vorname überhaupt ist. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 kannst du deinen eigenen Vornamen nicht mehr aussprechen. 1, 2, 3. Deine Augen. So. Also wir hatten uns eben gerade nochmal vorgestellt, ich heiße Sven, du heißt? Ist das unhöflich jetzt von dir, oder? Ich weiß es nicht, wenn ich mal vorkomme, dass man seinen Namen vergisst. Aber wie ist das jetzt, wenn andere dich fragen würden? Was würdest du denn sagen, wenn dich die Polizei fragt, Mensch, wie heißt du denn? Du weißt es nicht. Sehr gut. Wir machen aber gleich was, wie du dich an deinen eigenen Namen wieder dran erinnerst. Ist das gut? Pass auf. Wir sind ja hier in der neuen Eröffnung von dem Möbelhaus. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dieses Möbelhaus zu präsentieren. Du sagst, Möbelhaus Oltenheuer präsentiert von. Und dann kannst du deinen eigenen Vornamen wieder sagen. Aber nur das eine Mal, danach hast du ihn direkt wieder vergessen. Ja? Und wenn du sagst, Möbelhaus Oltenheuer präsentiert von, dann kannst du deinen eigenen Namen wieder sagen. Ja? Okay. Mach das einfach mal gemeinsam. Und? Möbelhaus Altenau präsentiert von Melanie. Hey, sehr gut, Melanie, super. Wie heißt du nochmal? Okay, wir können das ja nochmal machen. Also, nochmal. Möbelhaus Altenau präsentiert von und? Möbelhaus Altona präsentiert von Melanie. Melanie, hey, super, Melanie, das ist Spitzen-Melanie. Vor allem Melanie, das ist immer so schön, Melanie. Wenn ich sage Melanie, kannst du deinen eigenen Namen trotzdem nicht mehr sagen. Melanie, du weißt eh nicht mehr, wie du heißt, Melanie. Alles klar, wie heißt du? Ich weiß nicht mehr. Ja, das ist schlecht, oder? Man fühlt sich irgendwie gut an, weil du fühlst dich glücklich. Du bist glücklich. Sehr glücklich. Ja, und du freust dich richtig darüber. Sehr gut. Sehr gut. Schau mal auf meine Hand. Schlaf tiefer, tiefer schlafen. Ganz im Stehen schlafen, deine Beine tragen dich. Ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Bei 3 kannst du deine Augen öffnen, du wirst nicht erwachen. Und du bist der festen Überzeugung, dass dein Vorname Jakobine ist. Dein Vorname ist Jakobine. Und du bist richtig stolz auf diesen Namen. Denn alle, wirklich alle in deiner Verwandtschaft, deiner Bekanntschaft heißen Jakobine. Und das ist ein richtig toller, guter Name. Und wehe, jemand würde dich irgendwie anders nennen. Du wirst Fuchs Teufelswild, wenn dich irgendjemand mal anders nennt. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 bist du der festen Überzeugung, dass dein Vorname Jakobine ist. Und je, wehe, irgendjemand würde dich anders nennen. 1, 2, 3. Das ist alles wieder in Ordnung jetzt. Ne? Also ich heiße Sven, du heißt? Jakobine. Sabine? Nein. Entschuldigung. Du warst mal eben noch Claudia, oder was das war? Jakobine heiße ich. Jakobine, ja, aber du musst ja nicht so zickig zu mir sein, Claudia. Jakobine. Jakobine, okay, gut. Jakobine, das ist Biene ist der drin, ne? Biene Meier. Das finde ich aber jetzt nicht. Scheiße, entschuldige mich. Petra. Jakobine! 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 Jakob! Wie ist es denn? Für mich bin ich ja schon ein alter Mann. Jakobine. Also zwei Namen. Jakob ist der Vorname und Biene der Nachname. Nein. Jakobine! Jakob-Sabine. Nein! Okay, jetzt wird's gefährlich. Okay, schau mal auf meine Hand.